In der heutigen Ausgabe bei Frequent Traveler TV geht es um eine neue Promotion, die Miles & More ab dem 16.09. auflegt. Das heißt, ihr könnt bis zu 18.000 Statusmeilen bekommen, aber, und das ist das Neue, 11.000 Hornzirkelmeilen. Ja, ganz genau. Es gibt eine Promotion, die dies euch bringt. Ich werde euch die Informationen geben, aber ihr wisst ja wie immer, erstmal das Intro und dann bekommt ihr die Infos. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Ohne Mario. Mario ist weder auf der linken noch auf der rechten Seite. Er ist unterwegs mit der Bahn nach Berlin, hat ein Interview. Mehr kann er vielleicht selber erzählen, aber vielleicht seht ihr ihn auch bald im linearen Fernsehen. Aber jetzt zurück, wie immer, ihr wisst ja, bei meinen Videos, wo Mario auch dabei ist, gibt es natürlich ganz, ganz wichtige Dinge, die ihr tun müsst, bevor wir starten. Das ist uns abonnieren, die Glocke anmachen. Auch wenn Mario nicht dabei ist, werde ich euch darauf hinweisen. Und natürlich, wie immer, den Beitrag liken und unten kommentieren. Ganz genau. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten könnt ihr auch kommentieren oder uns an WhatsApp anschreiben. Da haben wir ja in den Shownotes alle Details. Jetzt aber direkt in das Thema rein, was euch wahrscheinlich brennend interessiert. Die, die ihr euch vielleicht noch nicht requalifiziert habt und sagt, ich möchte mich requalifizieren aus eigener Kraft, obwohl die Lufthansa ja dieses Jahr jedem schon ein Jahr geschenkt hat. Die E-Voucher werden ja auch verlängert. Also insofern ist ja alles in trockenen Tüchern. Aber wer einfach sagt, hey, ich will mich selber requalifizieren, mir fehlt nur noch ein kleiner Sprung, weil ich habe schon die ersten Promotions alle mitgenommen. Das heißt also, ich habe aus der Kreditkartenaktion die maximal 30.000 mitgenommen. Ich habe die 7.000 mitgenommen, Statusmeilen. Oder aber auch aus der doppelten Statusmeilen und Horncircle Promotion habe ich schon viel mitgenommen. Aber mir fehlt noch das gewisse Extra an Meilen. Da hat Lufthansa jetzt etwas aufgelegt. Ich habe eine E-Mail bekommen und da will ich euch ganz einfach dran teilhaben lassen, wie ihr 18.000 Meilen bekommt, respektive sogar 11.000 Hornzirkelmeilen. Das ist ganz, ganz neu. Es gibt sonst keine Hornzirkelmeilen, außer in der doppelten Aktion. Aber wer jetzt noch 11.000 Hornzirkelmeilen braucht, kann diese auch bekommen. Die Promotion ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und zwar alle Teilnehmer, die im Zeitraum vom 16.09. bis zum 31.10. auf Flügen mit der Lufthansa-Gruppe, ich werde gleich nochmal die Fluggesellschaften alle nennen, fliegen, erhalten zusätzliche Meilen, die wie folgt sich zusammensetzen. Wer innerhalb Europas 2.000 Meilen haben möchte, muss Economy Class fliegen. Da gibt es 2.000 Statusmeilen. Zusätzliche 3.000 Status- und Hornzirkelmeilen gibt es, wer Business Class fliegt. Ganz genau. Also Hornzirkelmeilen wie immer nur in der Business Class. Wer Intercont fliegt, also auf Langstreckenflüge geht, bekommt zusätzlich 5.000 Statusmeilen in der Economy Class, aber auch zusätzlich 8.000 Hornzirkelmeilen in der Business und First Class. Und da habt ihr das ja schon mal zusammengerechnet. Das heißt also, wer auf den Zubringer fliegt und dann auf eine Con-Strecke geht, der bekommt also als Horncircle, wenn ihr Horncircle machen möchtet, auch dann 8.000 Horncircle-Meilen zuzüglich 3.000. Heißt also, dies wären dann die berühmt-berüchtigten 11.000. Statusmeilen wären dann sogar 18.000, wenn man alles aufaddiert, weil da gibt es nochmal 2.000 in der Economy Class, in der europäisch, aber auch Intercont zusätzlich. Heißt, müsste ich mich anmelden dazu? Nein, ihr müsst euch nicht anmelden dazu. Das ist eine absolut faire Aktion der Lufthansa. Heißt also, jeder, der fliegt, bekommt es einfach automatisch. Ihr müsst euch nicht wie bei der 7000er Aktion anmelden. Also da könnt ihr ganz beruhigt sein. Dann gilt es natürlich auch für alle gebuchten Flüge. Das heißt also, wenn ihr jetzt schon Flüge gebucht habt, hey, kein Grund zur Panik, wenn die genau in den Zeitraum fallen, dann bekommt ihr diese Meilen natürlich auch. Jetzt kommt die Fußnote. Die Fußnote ist ganz kleinfach und deshalb lese ich sie euch auch einfach nur vor, damit es gar keine Missverständnisse gibt. Und zwar, diese Aktion gilt auf allen Flügen der Lufthansa-Gruppe. Das heißt also Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Air Dolomiti, Brussels, Edelweiss, Eurowings, Eurowings Discover und Lufthansa Private Jet sogar. Also insofern alle. Aber, und jetzt kommt auch noch das Coole, Croatia Airlines, die LOT und Luxair auf allen Flügen, auf denen Statusmeilen vergeben werden, bekommt er sie natürlich auch. Das heißt also, die ganze Bandbreite der Lufthansa-Gruppe, aber auch der Miles & More Partnerfluggesellschaften.
Und die Miles & More verspricht uns, dass diese Meilen nach den Flügen gut geschrieben werden. Und ansonsten bedenkt noch mal dazu, dass die ganzen doppelten Statusmeilen auch auf diesen Fluggesellschaften einfach gelten. Was bleibt mir dazu sagen? Wer dieses Jahr den Senator oder den Hornstocker vielleicht nicht ganz, aber wer den Senator nicht schafft, ist es selber schuld, weil ihr habt ja, wenn ihr überlegt, 30.000 aus der Aktion, dann jetzt aus der nochmal 7.000 wären also 37.000, dann würdet ihr bekommen 18.000, das sind dann ja sogar 55.000, es würden euch also 45.000 Meilen nur fliegen, davon fehlen, dafür müsstet ihr ja noch 22.000 die Hälfte fliegen, weil das ja die doppelte Aktion ist, also insofern, da gibt es nichts. Und dann, weil ihr wisst ja, ich teaser, heute kam von der Exit GmbH mein Hornzirkel, das ist mein Hornzirkel-Package. Aber ich warte noch auf Marios Reaktion, wie wir das Unboxing machen. Ich bin ganz gespannt. Also kommentiert unten einfach, wenn ihr Fragen zu der Promotion habt, ob ihr schon bei der Promotion auch bei den anderen teilgenommen habt. Aber auch ansonsten, wie immer, vergesst nicht, und auch wenn Mario nicht dabei ist, subscriben, Glocke, liken und dann unten kommentieren. Das war heute eine kurze Folge. Ich gucke gerade mal, wie viele Minuten haben wir denn geschafft. 6 Minuten 40, das war mal kurz und knapp. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gesabbelt. Wir sowieso nicht. Ich nicht zu viel gesabbelt. Aber ich freue mich, wenn ihr euch dieses Jahr wirklich requalifiziert, weil es eine coole Geschichte ist, den Lufthansa-Status zu haben. Bei anderen Anfragen zu anderen Status oder anderen Aktionen auch natürlich gerne an mich wenden. Also, in dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ihr wisst ja, subscriben, Glocke, liken, kommentieren. Ciao.